Diese Sachen sind wirklich passiert und nicht nur einmal und nicht nur 100 Mal, sonst wäre es nicht fast schon sprichwörtlich in den USA vom Tellerwäscher zum Millionär. Rags to riches. Es ist oft, dass du warst dir für nichts zu gut. Ich könnte ihn sowieso irgendwie bei mir daheim in der Wohnung aufstellen und nur zuhören, weil das so viel mit einem macht. Und der beste Coach, den ich bisher kennengelernt habe. Ich habe noch niemanden erlebt, wo es aus reinstem Herzen raus macht. So, und das hat man bei ihm gemerkt. Hallo, hier ist Orlando Owen. Wenn du keines der spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Also etwas von Wert geben ist möglicherweise das Wichtigste, was du für dein Selbstwertgefühl tun kannst. Wie du dich über dich fühlst. Nicht nur feel different, sondern tatsächlich feel great about yourself. Was wir eigentlich am meisten wollen. Und deshalb ist es auch, living on purpose ist nebenbei auch die fünfte Säule des Selbstwertgefühls nach Nathaniel Brandon. Das ist das eigentliche Thema hier und es gibt so wie dein Selbstwertgefühl der wichtigste Determinant ist für alles, was du im Leben erreichen kannst, tun kannst, das Gefühl hast, vor allem tief und unbewusst, was dir zusteht und das entscheidet. Du kannst Sachen in dein Leben ziehen, wie ein Lottogewinn oder vielleicht als 19-jähriger junger Boxer oder Basketballer kommst du aus dem Ghetto und hast plötzlich 10 Millionen, was drafted von der NBA. Und hast plötzlich 10 Millionen Dollar im Jahr, aber dann das Ghetto im Inneren hast du nicht erlöst oder dein Lottogewinn, hast du gefühlt, ja, das kam wie gewonnen, so zerronnen. Und glaub mir, Geld, was schnell kommt, ist auch schnell wieder weg. Wenn es nicht erarbeitet wurde. Wenn es ein Lottogewinn war, das würde dir halt irgendwie, ja, wie gewonnen, so zerronnen. Wenn du es auf der anderen Seite solide bauen willst, dann brauchst du so etwas wie Purpose. Und du kannst eigentlich keinen wirklichen Lebenszweck erreichen oder das Gefühl, dass die gute, kein Selbstwertgefühl erreichen und das Gefühl, dass dir gute Dinge im Leben zustehen, wenn du nicht irgendwie deinen Lebenszweck aktiv suchst und ihn zunehmend verinnerlichst und lebst. Umgekehrt, wenn dein Selbstwertgefühl, das ist so ein bisschen so ein Catch-22, so eine Henne- und Ei-Frage, so ein Dilemma, wenn dein Selbstwertgefühl zu niedrig ist, dann stellst du dich selber immer in Frage, deine Entscheidungen, ob dein Lebenszweck das überhaupt sein kann. Dann stellst du dich selber immer in Abrede und fragst immer, ja, das habe ich das überhaupt verdient? Wahrscheinlich muss ich einfach das machen, was meine Eltern sagen, nur lass mal die Kirche im Dorf, halt mal den Ball flach, schüsse bei meinen Leisten, ich muss einen anständigen Job machen, ich sollte bei der Stadtverwaltung Emmendingen arbeiten. Das ist kein Lebenszweck, das ist einfach nur, deshalb hat man auch früher, und nichts gegen die Leute, aber du verstehst vielleicht den Spruch von früher, wer nichts will und wer nichts kann, geht zur Post oder zur Bahn, weil da konntest du einen ruhigen Stiefel schieben, konntest nichts bewegen, hast deine Pensionsberechtigung, warst unkündbar und konntest eigentlich auf einer Backe das absetzen. Nun, das war oft nicht so, wenn du die Lokführer anschaust, wir haben die Gattinnen immer gesagt, tagsüber ist der Mann weg nachts ist der Mann weg und tagsüber ist kein Geld da. Aber die Idee, dass du einfach irgendwo einen sicheren Job kriegst, irgendein Premium-Unternehmen oder beim Staat, musst du überlegen, in den USA ist es fast noch schlimmer als in Deutschland, das wusste ich gar nicht. In Deutschland weiß ich nicht, was der Prozentsatz ist, aber in den USA arbeiten 40% der Bevölkerung direkt oder ziemlich direkt für die Regierung, sei es lokal, sei es Stadtebene, Bundesregierung, State Level, was auch immer. 40% der Leute trauen sich nichts Besseres zu, als in den Staatsdienst zu gehen. Es gibt gute Staatsdiener, aber die meisten sind halt Bürohengste, Sesselfotzer, die halt einfach nur eine ruhige Kugel oder sie werden Lehrer, weil sie dann 90 Tage Urlaub im Jahr haben oder was. Also 12 Wochen statt 6 Wochen. Das sind Problemlösungsmodus. Das ist ohne jede Inspiration, ohne Begeisterung, ohne Mission, ohne Sendungsbewusstsein irgendeiner Art. Und das kann es nicht sein. Wenn du keinen Lebenszweck irgendwie spürst, und du sagst, ja, ich will eigentlich nur, dann bist du schon automatisch nur auf dich fokussiert und auf deine sofortigen Überlebensbedürfnisse. Und dann wird dein Leben auch so verlaufen. Wenn du gar nichts, wie meine Mutter immer gesagt hat, weißt du, ja, mit dem Idealismus ist so eine Sache,
Du bist halt so ein absoluter Idealist und es ist auch gefährlich. Auf der anderen Seite, wer mit 20 nicht die Welt verändern will, hat mit 30 meist nicht mehr den Schwung, eine Würstelbude aufzubauen. Und da ist auch was dran. Die meisten Leute ist es sehr misguided und die wollen halt die falschen Sachen. Ich muss jetzt Welthunger beenden. Kein Millimeter nach rechts. Kein. Und das ist so ein anderer Schwachsinn. Social Justice Warriors, ja, wir wollen soziale Gerechtigkeit und sorgen dafür eigentlich nur, dass wir Erfüllungsgehilfen des Faschismus sind. Und darauf läuft es wirklich hinaus, systemtreu. Aber wenn du einen Lebenszweck, wenn du da irgendwie was fühlst, und wie gesagt, das ist nichts, was dir dann irgendwo, das findest du nicht in der Zeitung, das findest du auch nicht im Fernsehen, das findest du auch nicht irgendwie, indem du drüber nachdenkst. Du findest das, wie sagt man immer, es bildet ein Talent sich in der Stille, sprich also der Ausbau des Talents, das Üben, sich ein Charakter in dem Strom der Welt. Und das ist hier auch so, dein Lebenszweck ist nichts, was du dir jetzt aus dem Reißbrett oder von der Einkaufsliste runter, ja, das gefällt mir, das taugt mir, das mache ich jetzt, weil ich kann alles erreichen. Max von Maltz hat es gesagt, die ganzen Motivationssparken haben es auch behauptet. Talent ist eine Lüge. Nein. Talent ist absolut wichtig für das, was du als Lebenszweck machst. Und da ist das sind gleichzeitig auch die Sachen, die dir Energie geben, die dich begeistern. Ich kann da zum Beispiel meine Geschichte erzählen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die sich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat, Service zu geben. Mhm. Und es hat schon angefangen von klein auf. Und in der dritten Klasse war ich dann Ministrantin und es war ganz natürlich für mich. Es war einfach, ich war schon so von meinen Eltern darauf vorbereitet. Und dann habe ich angefangen, Service zu geben in der Kirche. Ich war jede Woche Samstagabend oder Sonntagmorgen in der Kirche und habe dort Ministrantendienst geleistet und habe mich gut gefühlt, weil das war halt das, da wusste ich, wenn ich da bin, dann wird der Gottesdienst besser. Es sollten 4 Ministranten da sein und wenn ich da bin, ist schon mal einer mehr da. Und ich habe immer mein Bestes gegeben. Und irgendwann war ich dann Oberministrantin, habe die anderen Ministranten angeleitet. Und es war mir wieder wichtig, Service zu geben. Das haben meine Eltern mir praktisch mitgegeben. Und dadurch habe ich immer, wo immer ich hinging, das ist jetzt nicht so sehr Faith, aber irgendwo schon, ich habe meine Eltern mir gesagt, überall, wo du hingehst, Magdalena. Egal, ob du weißt, dass was zurückkommt oder nicht, du gibst dein Bestes. Du leistest einen Beitrag, du machst das, was du das Gefühl hast, das richtig ist. Das heißt, ich habe im Theater dann irgendwann gearbeitet und habe dann angefangen, dem Technikteam Kuchen mitzubringen. Einfach, weil es sich für mich richtig angefühlt hat, weil ich so aufgewachsen bin. So, die machen gute Arbeit, die arbeiten hart. Was kann ich ihnen Gutes tun? Was habe ich zurückbekommen? Ich wusste nicht, ob ich überhaupt was zurückbekomme. Du weißt nicht, ob du kannst es nicht so machen aus Berechnung. Ja, da kommt schon was zurück. Nein. Es war einfach, ich habe das gemacht, weil es mir wichtig war, weil es mir im Herzen lag. Um der Sache selbst willen. Und was kam zurück? Ich habe mich gut mit den Technikern verstanden. Wenn du dich im Theater mit Technikern verstehst, kriegst du schneller, was du willst. Aber das war nicht mal das. Es war einfach, ich habe gemerkt, überall, wo ich dann reinkam ins Theater, weil ich immer was gegeben habe, hat mein Chef danach gesagt, es gab keine FSJlerin vor dir, die so gut mit allen Abteilungen klarkam. Weil die Abteilungen sind immer so ein bisschen im Krieg. Und ich habe halt das gemacht, was mir beigebracht wurde, was ich das Gefühl hatte, da kann ich einen Beitrag leisten. Ich war nur eine kleine FSJlerin. Und das ist auch ein Talent, das ist eines der Grundtalente. Und da bin ich, das ist was, was ich überall immer mitgenommen habe. Ich habe immer versucht, einen Beitrag zu leisten. Ich habe in meiner WG einen Beitrag geleistet. Ich bin in jeden Job, in dem ich reingegangen bin, okay, wie kann ich es leichter machen für die Leute? Was kann ich einen Faden durch. Was kann ich geben? Und so bin ich auch zu Magic Mail dann gekommen. Ich war nicht im Team. Ich weiß noch, 2018 beim Live-Event bin ich mit ins Team, in Anführungszeichen, es wurden Helfer gebraucht für die Anmeldung. Ich war Bernhards Freundin zu der Zeit. Kleine, undankbare Jobs. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin da. Ich helfe mit. Ich habe vom Live-Event nicht viel mitbekommen, aber ich war da. Also stand ich immer bereit. Ich war diejenige, die anderen saßen. Es gab Leute, die saßen an der Garderobe. Es gab Leute, die waren oben an der Technik. Und ich war halt die, die dann immer da stand und gesagt hat, okay, was muss ich machen? Ich bin gerannt, wenn das hieß, die Klimaanlage muss angemacht werden. Oder bitte regel noch dies, bitte regel noch das. Ich bin nur rumgerannt, aber es war für mich ZBV nannte man es früher, so Sonnenverwendung oder der Hiwi Springer, diese Facilitator. Aber da habe ich mich eingebracht und habe mein Bestes gegeben. Und ich glaube, ein halbes Jahr später ruft mich der damalige Mitarbeiter an und meint, es sind gerade 2 Praktikanten abgesprungen, nacheinander. Die haben ihren Job nicht gemacht.
hast du Lust für uns zu arbeiten? Weil ich mich eben vorher es war überhaupt nicht berechnet. Meine Intention in dem Fall war, nicht berechnet. Wie kann ich das Konntest Event du nicht planen. Für alle Leute besser machen? Und so bin ich zu Magic Mail reingekommen und dann habe ich ein bisschen mitgeholfen. Ich habe Bernhard immer wieder ausgeholfen und so habe ich mich irgendwo hochgearbeitet, ohne es berechnen zu machen. Ich habe mich einfach eingebracht. Immer wieder das gemacht, was ich gefühlt habe. Ich kann hier einen Beitrag leisten, hier kann ich einen Beitrag leisten, da kann ich was machen, das kann ich besser machen. Und dadurch habe ich mich besser gefühlt und mein Selbstwertgefühl ist gestiegen und dann erst konnten die Sachen kommen und dann erst konnte ich in die USA kommen und jetzt hier vor Ort sein und jetzt hier im Livestream mitreden. Und Covid nicht miterleben im vollen ganzen Sinne. Und das ist diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Idee, die aus den 30er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, wo auch immer kommt in Amerika, da kommt's her. Du hast angefangen im Mailroom, was praktisch, also die Post, wie sagt man, gibt sich ja auch im Deutschen, ich kenne das selber aus der Deutschen Bank, wo ich früher war, da nur rennen und wirklich die most menial, die untersten Chargen für 5 Mark die Stunde oder was machen. Und trotzdem, irgendwann ist der Typ der Chef von den Janssen, von der ganzen Firma, ist dann der Generaldirektor, der dicke Bonze Mercedes. Aber diese Sachen sind wirklich passiert und nicht nur einmal und nicht nur 100 Mal, sonst wäre es nicht fast schon sprichwörtlich in den USA, vom Tellerwäscher zum Millionär, rags to riches. Es ist oft, dass du warst dir für nichts zu gut. Und ich meine, ich hab ja, bevor ich irgendwie auch nur einen Pfennig, wenn ich sage, ich habe 2006 angefangen, naja, rechne mal nochmal 10 Jahre oder 20 Jahre dazu, wo ich schon umsonst gecoacht habe, einfach nur im Normalen und nie was Geld dafür gekriegt habe oder verlangt habe oder sonst was. Und auch in Zeiten, wo ich also absolut wirklich nicht wusste, wo die nächste Mahlzeit herkommt, geschweige denn die nächste Miete, eben auch so 2005, 2006, 2007, ne, 6 und 7, ja, 2 Jahre lang, immer nur eine Miete von buchstäblicher Obdachlosigkeit, also wirklich unter Brücken schlafen, nicht irgendwie bei Verwandten unterschlüpfen. Nein, nein, unter der Brücke schlafen. Ja, okay. Das war die Alternative. Und jeder andere Mensch hätte in der Zeit halt versucht, irgendwie einen sicheren Job zu kriegen oder irgendwie anderweitig zu überleben. Das habe ich auch gemacht, sogar mehrere Jobs. Aber ich habe immer noch, von abends um 10 habe ich noch Abend gegessen, und dann habe ich mich bis morgens um 3 hingesetzt und habe Inhalte geschrieben, ohne irgendeine Hoffnung auf Erfolg. Alle diese Inhalte, der FMP wurde geschrieben 2006. Und er wurde erst Anfang 2006 und er wurde erst gehalten Ende 2007 zum ersten Mal. Aber hätte ich das nicht gemacht? Oder ich wurde dann eingeladen, mein großer Durchbruch in Deutschland war die VP 2000, Verführungskunst und Persönlichkeitsentwicklung 2007 in München, wo ich vor mehreren 100 Leuten kalt gesprochen habe. Ich hatte noch nie vor mehr als mit einer Handvoll Leute gesprochen vorher. Habe mir fast in die Hose gemacht und habe mich Wochen und Monate und Jahre darauf vorbereitet. Und das war dieser Lucky Break. Ja, der hat halt diesen einen Erfolg gehabt. Dieses Lucky Break, dieses Glücks. Ja, Luck is Opportunity, also Gelegenheit, meets Preparedness. Ja. Und die unzähligen Hunderten und Tausenden von Stunden ins Nichts reingearbeitet, ohne irgendeine Hoffnung auf Erfolg, ohne irgendeine Chance jemals irgendwie, dass Leute mich auch nur finden. Dann, wenn dann das Universum praktisch das sieht, hey, der Typ oder die Frau hat sich jahrelang umsonst, hat einen Beitrag geleistet, war sich für nichts so gut, hat Toiletten nicht nur geputzt, sondern auch installiert. Und dann kommt das Glück aus dem Nichts scheinbar. Das kommt nicht aus dem Nichts. Das kommt dann, wenn das Universum sagt, hey, der Typ hat jahrelang oder die Frau hat jahrelang wie als Ministrant oder in der Technik da im Theater oder was auch immer sich die Finger schmutzig gemacht, war sich für nichts so gut, hat Service gegeben. Und dann hast du nämlich, wenn du Service gibst, liest das Buch Sorge nicht, ich lebe von Dale Carnegie, da steht's genau drin. Service lenkt dich ab. Hast nicht Zeit, hier über deine eigenen Gedanken, dich selber Nabelschau zu betreiben. Schau dir die Leute in Ahrweiler an. Viele davon werden mit ihrem Lebenszweck weg nach Hause gehen. Die sind da hingegangen, nicht weil sie gesagt, ja, da finde ich meinen Lebenszweck. Oder, das ist gut, oder ich krieg Punkte im Himmel. Oder ich kann Virtue Signaling gut dastehen. Sondern die sind hingegangen, hey, da ist Not am Mann, da müssen wir hin, da machen wir jetzt was. Der Sven ist der Erste. Der Sven hat auch alles aufgegeben. Sich selber geopfert dafür, weil er hatte wirklich ernsthafte Probleme, sein eigenes Business ging völlig unter. Trotzdem ist er hingegangen, hat nicht gefragt, hat es einfach gemacht und ein ganzes Dutzend anderer Leute sind auch hingegangen. Kann es sicher sein, dass ein paar von denen irgendwann mal nach Hause kommen werden oder vielleicht jetzt schon sind und plötzlich ganz anderes Selbstvertrauen haben, sagt, ja, ich leiste was
und dann gibt dir das Universum mehr. Und das, so funktionieren Bestellungen beim Universum, nicht wie im Secret. Ja, ich sitze nur da, ich visualisiere jetzt meine Nissan GTR oder irgendein anderes GTA-Auto. Nein, so funktioniert es nicht. Du kriegst es auch nicht, du hast es auch nicht verdient, weil du hast nichts anderes gemacht, hast dann vor den Arsch gesessen, Räucherstäbchen angemacht und ein bisschen visualisiert. Dafür gibt es keine Punkte. Punkte gibt's für Fingerschmutzig machen. Mike Rowe, Perfect Jobs, ist Teil des Feel Different Programms, wenn du es kennst. Wenn nicht, besorgst dir, weil es wird dein Leben verändern. Und dann kommst du endlich aus deiner kleinlichen Bubihaftigkeit oder Mädchenhaftigkeit raus und schaust mal, was du wirklich auf der Welt verändern kannst. Und dann kriegst du vom Universum Selbstwertgefühl und Lebenszweck. Quasi als Nebeneffekt frei Haus geliefert, ohne dass du überhaupt weißt, wie das geschieht. Es wird nahezu unausweichlich. Aber wenn du natürlich zu gut bist, ja, ich sitze jetzt da, ich warte, bis der Lebenszweck mir ins Haus flattert, wie ein Lottogewinn. You'll wait for a long motherfucking time, bitch. Not gonna fucking happen, okay? Lebenszweck. Bernd, du hattest noch was? Ach, ich überlege, ob ich Sven noch mal einspielen soll gerade. Ja, vielleicht, ja. Genau an der Stelle wird es passen, ja? Etwas von Wert geben. Etwas Größeres als dich selbst. Ich spiele ihn noch mal ein hier. Mhm. Hi, liebe Magic Mel, Brüder und Schwestern. Ich bin der Sven, viele haben mich schon mal gesehen oder was von mir gehört. Es gibt ein Interview mit mir und dem Orlando, wer was über mich vielleicht noch erfahren will. Ich habe ein paar Sachen zu sagen, ich versuche es kurz zu fassen. Eine der wichtigsten Komponenten bei Magic Mel ist ja immer die Visionssuche. Und ich denke, dass es auch die wichtigste Säule ist im Leben eines Mannes. Ich denke, ohne eine richtige Vision wirst du nicht zu deiner Essenz kommen, wirst du nicht zu deiner Kraft kommen. Die wichtigste Frage bei der Visionssuche, in meinen Augen die wichtigste Frage ist, was möchte ich der Welt geben, was bin ich bereit der Welt zu geben, was kann ich der Welt geben? Diese Frage ist wie ein roter Faden in deinem Leben. Ja? Du wirst sie vielleicht nie beantworten können, endgültig, aber diese Frage sollte dich nie verlassen. Diese Frage ist dein roter Faden durch dein Leben. Was willst du der Welt geben? Wenn du bereit bist, dein Selbstwertgefühl auf ein solides Fundament aufzubauen, welches jeder Krise und jedem Sturm im Leben standhält und nicht nur in guten Zeiten Bestand hat, sondern auch in allen möglichen schwierigen und schlechten Zeiten, dann besuche uns bitte auf feeldifferent.de. Und starte noch heute deine Transformation, die du sonst nirgendwo anders finden wirst. Ich traue mich fast so weit zu gehen, dass Feel Different die Lösung aller deiner Probleme ist. Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal. Und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon. Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.